Hallo zusammen, heute stelle ich euch unser Topmodell aus dem Bereich der Kippanhänger vor, den Wörmangala. Dieses absolute Profigerät ist vor allem bei Landschaftsbauern, aber auch Baufirmen sehr beliebt. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt im Detail. Die Auflaufeinrichtung und Kupplung sind gusseisern. Mittig platziert finden wir außerdem ein Automatikstützrad. Zudem verfügt der Gala über eine optimale Feinabstimmung, was Dämpfung und Federung anbelangt. Die große Spurbreite der 195/50 B13C Schwerlastreifen und die einzelradgefederten Achsen garantieren ein perfektes Fahrverhalten auf der Straße, auch wenn der Anhänger voll beladen ist. Alternativ ist der Anhänger auch mit 185 R14C Reifen für eine größere Bodenfreiheit zu bekommen. Durch diese Reifengröße bekommt der Anhänger eine noch höhere Bodenfreiheit, wodurch ihr auch in unebenem Terrain stets sicher unterwegs seid. Im nächsten Schritt zeige ich euch mal die Hauptattraktion. Ich würde sagen, wir kippen den Hänger einmal auf. Dieser Anhänger verfügt über eine elektrohydraulische Kippvorrichtung, welche ganz einfach über diesen Schalter bedient werden kann. Wie ihr sehen könnt, ist der Gala extrem steil kippbar. Dadurch ist auch rutschfestes Material stets einfach abladbar. Möglich macht dies unser vierstufiger Hubzylinder. Die Besonderheit bei diesem Hubzylinder ist, dass er beim Aufklappen nicht unter der Achse hervorsteht. Jeder weiß, der Boden auf Baustellen ist nicht immer eben und da kann es schnell mal passieren, wenn man nicht aufpasst, dass man sich den Zylinder beim Hinausfahren oder dergleichen beschädigt. Hier jetzt auch schön zu sehen, der sehr massive feuerverzinkte Unterbau. Im Frontbereich finden wir die Elektrohydraulik, unter einer Stahlkiste nochmal die Batterie zum Betrieb. Die Elektrohydraulik kann auch über den 13-poligen Stecker durch das Zugfahrzeug erhaltend geladen werden. Sollte diese widererwartend einmal ausfallen, ist der Anhänger auch mit einer hydraulischen Handpumpe ausgestattet. Ein weiteres serienmäßiges Feature unseres Galas ist der abschließbare Schienenschacht. Durch die Schienen wird der Gala auch zum perfekten Maschinentransporter. Unser Gala-Kipper wurde konsequent gewichtsoptimiert. Somit können hier bei dem 3,5-Tonnen-Modell noch ca. 2,5 Tonnen zugeladen werden. Unser Gala kann auch zur Seite abgekippt werden und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt schnell. Wir benutzen einfach den Arretierungssplint von der Rückseite, um die Frontseite zu fixieren. Wie ihr auch hier sehen könnt, ist der Kipper zur Seite fast senkrecht kippbar, wodurch ihr wirklich jede Ladung einfach aus dem Anhänger bekommt. Im Folgenden sehen wir uns noch die Brücke genauer an. Hier seht ihr eine 40 cm hohe feuerverzinkte Ganzstahlbordwand. Diese ist alternativ auch in Aluminium verfügbar. Bei den Bordwandverschlüssen setzen wir auf aus Gusseisen gefertigte Winkelhebeverschlüsse. Diese sind besonders robust und langlebig. Der Gala verfügt über einen 3 mm feuerverzinkten Ganzstahlboden. Wie ihr hier schön sehen könnt, sind die Kanten doppelt verkantet, wodurch keine Schnittkante entsteht. Die Schnittkante ist gerne mal rostanfällig, dies fällt hier komplett weg. Natürlich haben wir auch zahlreiche Zurbügel in die Ladefläche integriert. Wie ihr sehen könnt, haben wir diese auch nochmals optimiert. Diese schließen bündig mit der Ladefläche ab, wodurch ihr auch dünnes Material wie Sand problemlos transportieren könnt. Ein weiteres Feature ist, dass die Bordwände an allen vier Seiten über die gusseisernen Nasenscharniere komplett abgenommen werden. Ihr müsst da auch nicht schrauben, sowie die Eckerungen über den Steckverschluss einfach entfernt werden können. Somit hättet ihr beispielsweise einfach eine flache Ladefläche. Am Heck haben wir auch nochmal ein Highlight, das ist unsere Pendelbordwand. Die ist nach oben hinweg pendelbar oder kann nach unten abgeklappt werden.
Selbstverständlich hier immer bei Wehrmann ist unser Gala auch in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das war jetzt die Standardversion mit 3,65 Meter auf 1,80 Meter. Optionen wären beispielsweise ein Stahlgitteraufbau, ein Kastenaufbau oder ein Stahlblechaufbau. Unser Gala hat euch gefallen? Dann fordert jetzt über die Webseite oder einfach telefonisch ein Angebot an. Wir beraten euch gerne. Wehrmann. Wir sind Anhänger.